Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Herr Bolte, ich musste statt bei den Simpsons an March eher an Ralph Wiggum denken, wie er im Kreislauf und Ente sagt. Herr Stein, den ganzen Sermon mit Wachstum, Landesentwicklungsplan, TVGG etc. pp., den braucht man doch gar nicht. Es gibt wahrlich genug substanziierte und substantiierbare Kritik, die man an der Digitalisierungsstrategie dieser Regierung anbringen könnte. Unsere Bürger und Unternehmen brauchen mehr Dampf auf den Internetleitungen. Doch trotz aller anderslautender Rhetorik müssen wir feststellen, die Landesregierung legt die Hände in den Schoß und will keine eigenen Impulse für die unterversorgten Gebiete liefern. Also müssen wir jetzt alle gespannt auf die Funkfrequenzversteigerung des Bundes warten und hoffen, dass dort eine veritable Summe zusammenkommt. Ein Teil davon geht nach Nordrhein-Westfalen und könnte dann hier für den Breitbandausbau verwendet werden. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, ist zumindest jetzt der richtige Zeitpunkt, über die Verwendung der zu erwartenden Mittel zu diskutieren. Insoweit begrüßen wir den Antrag der CDU zu diesem Zeitpunkt. Manche Forderungen tragen wir mit, aber es gibt auch einige Punkte, die wir anders sehen, und deshalb haben wir einen eigenen Entschließungsantrag hier vorgelegt. Eines ist klar: Der Aufbau einer jeden Infrastruktur, egal ob Wasser, Strom oder Kommunikation, kostet zunächst einmal viel Geld. Allerdings, auf die vielen Benutzerjahre gerechnet, ist das gut investiertes Geld. Gerade diese langfristige Perspektive ist von Bedeutung, weswegen wir Piraten uns für den Aufbau einer zukunftsfesten Infrastruktur einsetzen. Und das kann nur Glasfaser bis in jedes Haus sein. Und deswegen fordern wir von der Landesregierung einen Fahrplan Glasfaserausbau. Wer jetzt gut plant, spart durch Synergien mittelfristig viel Geld und kann sich über eine wettbewerbsfähige, langlebige Infrastruktur freuen. Alle anderen Lösungen sind nur kurzfristigen Interessen geschuldet und sollten nicht unterstützt werden. Weiterhin sind wir Piraten der Auffassung, dass öffentlich geförderte Netze auch in Bürgerhand gehören. Der Förderung von Bürgernetzen und kommunalen Betreibermodellen ist deshalb besondere Priorität einzuräumen. Meistens sind es genau jene Akteure, die in unterversorgten Gebieten ein zukunftsfestes Breitbandnetz aufbauen wollen und einen längeren Zeithorizont als 3 Jahre haben. Und das gilt es zu unterstützen. Zudem sollte man über eine nachfrageorientierte Förderung nachdenken. Denkbar ist eine steuerliche Absetzbarkeit von Glasfaserausrüstungen bei Hauseigentümern. Das wäre ein innovatives Förderinstrument, das neue Dynamik in den Breitbandmarkt bringen kann. Und sowas brauchen wir dringend. Wir stimmen der CDU zu, dass Kommunen im Nothaushalt besondere Unterstützung bedürfen, um den Eigenanteil aufbringen zu können. Die regierungstragenden Fraktionen haben dafür im vergangenen Jahr gewisse Erleichterungen durchgesetzt. Da müssen wir dranbleiben. Denn eine digitale Spaltung in arme und reiche Kommunen darf es nicht geben. Nicht zuletzt sollten alle Neubauten heute schon so konzipiert sein, dass alle Leitungen für FTTB, also Glasfaser bis in das Gebäude hinein, vorhanden sind. Denn es wäre doch geradezu ein absurder Schildbürgerstreich, Neubauten schon nach ein paar Jahren wieder für teures Geld umzurüsten, weil man zu Baubeginn noch auf alte Kupferdrähte gesetzt hat. Diese Punkte würden unser Bundesland einen großen Schritt voranbringen. Ich bin gespannt auf die Diskussion im Ausschuss. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert.